Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Einen gesegneten Weihnachtstag, ein gesegnetes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen, die Sie zugeschaltet haben zu diesem kleinen Gottesdienst zum Fest. Sind Sie früh unterwegs gewesen an diesem Weihnachtsmorgen, dann ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass dieser Weihnachtsmorgen anders ist als jene vor Jahren, die wir unbeschwert begehen konnten. Da stehen so komische Gefühle, so andere Ereignisse in der Zukunft, dass wir wohl an diesem Weihnachtsfest die große, wirkliche Freude, die das Lied »Lob Gott, ihr Christen« alle gleich uns vor Ohren gestellt hat, kaum nachvollziehen können. Ja, wir wollen frohlocken, wir wollen fröhlich sein, aber in einer solchen Zeit fällt es einfach schwer, ausgelassen und sorgenlos ein Fest zu feiern. Und dennoch fragen wir uns, hat dieses Fest seine Berechtigung? Gibt es aus diesem Fest Gründe zu schöpfen, die uns in eine andere, emotionale und fröhlichere Stimmung bringen können? Wir wollen in diesem Gottesdienst auf Gottes Wort hören, uns anrühren lassen von der Botschaft, die Gott uns zu diesem ganz besonderen Weihnachtsfest 2023 mitgeben möchte. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen dessen, der Himmel und Erde gemacht hat. Lassen Sie uns still werden und zu ihm beten. Lieber Vater, du sendest uns Jesus Christus, deinen Sohn. Den Armen bringt er Heil, den Gefangenen Freiheit, den Traurigen Freude. Schenke uns Glauben und segne unser Leben, damit die Welt erkennt, was du in Jesus Christus mit uns begonnen hast. Auf dich hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. Amen. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Geholfen hat ihm seine Rechte und sein heiliger Arm. Er hat sein Heil kundgetan, vor den Augen der Völker seine Gerechtigkeit offenbart. Er gedachte seiner Gnade und seiner Treue zum Hause Israels. Alle Enden der Erden haben das Heil unseres Gottes geschaut. Das Evangelium für diesen Weihnachtstag, es steht beim Johannesevangelium, im Johannesevangelium ganz am Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht,
und die Welt erkannte es nicht. Es kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Text für dieses Weihnachtsfest, der ist aus dem Alten Testament genommen, aus dem zweiten Buch Mose. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr für ihn und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach: Es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose. Denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Öffne uns Ohren und Herzen, damit wir dein Wort annehmen und bewahren. Amen. Liebe Mitfeiernde, das Weihnachtsfest ist das Fest, das wohl immer und jedes Jahr vom Frieden spricht. Wir kennen die vielen Aufrufe zum Frieden in dieser Welt, zur Menschlichkeit und zur Umkehr. Jedes Jahr erscholl diese Botschaft von vielen Kanzeln, und jedes Jahr ist dann die Zeit auch ganz anders weitergegangen. Dieses Jahr erwarten viele Menschen kein Friedensappell mehr. Denn leider ist es so, dass auch die kirchlichen Glaubensgemeinschaften hier und dort
sich nicht eindeutig für den Frieden und nicht eindeutig für das Leben und nicht eindeutig für die Menschlichkeit gegenüber Gott ausgesprochen haben. Wir kommen aus einer Zeit, die so viel zerstört hat, so viel Vertrauen genommen hat, aus einer Zeit, die so viel Leid über uns Menschen kommen ließ und die jetzt eine unglaublich große Sorge entfaltet. Wie mag es in der Zukunft weitergehen? In welcher Welt leben wir, fragen sich viele. In einer Welt der Verdrehungen, wo Gut böse wird und Böse gut wird, wo die Wahrheit unter die Räder gekommen ist, wo alles wirklich buchstäblich durcheinander gebracht wird und wir könnten meinen, der Diabolus hat selbst die Macht über diese Welt ergriffen. Und so ist dieses Weihnachtsfest eher wohl ein Fest, das wir in der tiefen Besinnung, im Nachdenken und vielleicht in einer stillen Hoffnung feiern. Gott möge doch, so wie damals und vor vielen Jahren, uns wieder Licht und Freude ins Leben bringen. Er möge uns doch aufrichten, er möge uns doch Kraft geben für den Alltag. Und vor allem wünschen viele Menschen sich, dass die vielen schweren Situationen von uns genommen werden. Die Krisen, die Panikmache im gesundheitlichen Bereich und auch die Panikmache vom Untergang der Welt, weil sie kocht und das Klima nicht zu retten geht. Es ist so absurd und langsam fangen wir an zu spüren, dass man nicht mehr alles glauben kann. Und jetzt erwarten wir von einem Text, der so ganz und gar nicht weihnachtlich ist, ein Trost, eine Zukunftsweisung und Hilfe. Ist die Geburt von Mose wirklich ein weihnachtlicher Text? Ist die Geburt von Mose passend in unsere Zeit? Wenn wir hineinschauen, entdecken wir, dass diese Zeit, die damals bei der Geburt Moses die Menschen eingeholt hatte, eine sehr finstere Zeit war. Man hatte angeordnet, alle männlichen Kinder umzubringen, die Säuglinge nicht dem Leben zu verantworten, sondern dem Tode zu verantworten, weil der Pharao wohl Angst hatte vor dem Volk, das an einen Gott glaubte, oder weil er meinte, sie könnten zu stark werden und ihm die Macht entreißen. Eine Zeit, die so finster war, dass eine Mutter sich nicht mehr über ihren Sohn freuen konnte, sondern zu einer ganz großen List greifen musste, um das Überleben ihres Kindes zu sichern. Und so kam es zu dem kleinen Kästlein, das im Schilf trieb, ausgestrichen mit Pech und Harz, damit kein Wasser das Kind erreicht. Eigentlich eine Situation, wo viele keinen Ausweg mehr gesehen haben, wo viele alle Hoffnungen begraben hatten. Die eine Frau, die Mutter von Mose, sie stellt sich dieser Hoffnungslosigkeit entgegen. Und so bekommt diese Geschichte einen weihnachtlichen Glanz. Da ist jemand, der sich nicht unterkriegen lässt, der für das Leben kämpft, der sich für das Kind einsetzt. Und der alles daran tut, dass dieses Kind überleben kann. Wenn wir sehen, um wen es sich da handelt, nämlich um Mose, dann entdecken wir, dass in diesem Handeln Gottes große Geschichte wirkt. Dass dort im Schilf, wo niemand hinschaut, dort im Herzen der Mutter von Moses, die alles für das Kind tut, die Liebe Gottes aufblüht und Gott die segnenden Hände über Mutter und Sohn hält. Fast wie in einem Märchen kommt dieser Mose, getrieben in einem kleinen Körbchen, hilflos zum Badeort der Tochter des Pharaos. Und ausgerechnet diese Tochter hat Erbarmen, zeigt Herz und möchte auch diesem Sohn, obwohl sie weiß, woher er kommt, nämlich aus dem Volk, die an einen Gott glauben und denen ja verordnet wurde, dass männliche Geburten umgebracht werden, dass sie dennoch diesen Sohn
nicht dem Tode preisgibt, sondern sogar noch eine Frau holen lässt, die dieses Kind stillen kann. Gott kann Dinge unglaublich fügen in schweren Zeiten, wo wir keine Hoffnung mehr haben. Gott kann uns neue Wege eröffnen. Und so kommt es hier zu einem ganz großen Ereignis, dass die eigene Mutter ihren Sohn zurückbekommt und ihn aufziehen kann. Und zwar ganz offiziell, obwohl sie ihn ja hätte umbringen müssen. So wunderbar ist Gottes Handeln. Aber so im Abseits geschieht dieses Handeln, dass es viele vielleicht gar nicht mitbekommen. Erst viel später hat das Volk Israel in Mose den großen Anführer und Herausführer aus dem Bösen kennengelernt. Klein beginnt Gottes Handeln. Und vielleicht ist es auch in diesem Weihnachtsfest so, dass die vielen kleinen Lichter bei Menschen des Glaubens und die aus diesem Bösen heraus wollen, das ausmachen, was das Weihnachtsfest ausmacht. Nicht der große Prunk, nicht die Festsäle der Kirche, nicht in irgendeinem Schloss, sondern abseits, ganz dort, wo die Masse nicht hinschaut, beginnt Gottes Handeln. Und da wird es plötzlich freundlich, da wird es wieder lebenswert, da entstehen wieder Hoffnungen, da wirft man seine Hoffnungen nicht über Bord. Natürlich, und dann kommt dieser Sohn an den Hof des Pharaos. Und genau dort wartet seine große Aufgabe. Was im Kleinen beginnt, kann im Großen plötzlich zu einem ganz großen Auftrag werden. Mose sieht das Leid seines Volkes und er kann nicht an sich halten. Wir wissen, dass er sogar einem anderen Leid zufügt. Und wir wissen, dass er fliehen muss. Aber er wird von Gott geholt. Wen Gott einmal in seinen Plan eingebaut hat, den lässt er nicht fallen. Den holt er zurück und lässt ihn wunderbar in dieser Geschichte weiter unterwegs sein. Beseelt von seinem Geist wird Mose zum Anführer und wird so zu einer Galionsfigur für das ganze Volk Israel. Und zwar nicht als Mensch, sondern als Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und da sind wir wieder beim Weihnachtsfest. Der Vermittler, der Messias, Jesus Christus, der gekommen ist, um zu vermitteln zwischen uns, die wir in dieser finsteren Welt leben, die wir Machtansprüche zeigen und dem Geld nachjagen. Er will vermitteln, er will Neuanfänge schaffen. Einen Neuanfang, so wie damals bei der Geburt von Mose. Entgegen aller Gesetze, entgegen aller Hoffnungslosigkeit, entgegen aller Meinungen, wir können daran nichts ändern. Wer sich von Gott beseelen lässt, von diesem Vermittler berühren lässt zu diesem Weihnachtsfest, der wird sehen, dass er in den Dienst gerufen wird, dass er gebraucht wird in unserer heutigen Zeit. Denn die heutige Zeit braucht Menschen, so wie die Mutter von Moses, voller Kraft, voller Zuversicht, nicht aufgebend und nicht unterkriegen lassen. Diese Menschen werden gebraucht und sie ruft Gott auch in unserer heutigen Zeit aus ganz unterschiedlichen Kreisen, nicht nur aus den Kreisen der christlichen Gemeinschaft, sondern auch aus anderen Kreisen. Und wir spüren, wie diese Menschen plötzlich zu diesem Gott den Weg finden. Auch Mose musste später am brennenden Dornbusch diesen Gott erst kennenlernen. Ja, es kommen zum Glück auch Menschen von außerhalb dazu, die sich diesem Gott dann anschließen und wieder neue Hoffnung auch in diesem Jahr, in dieser Wende zum Transhumanismus, wie es beschrieben wird, das zu tun, worauf es ankommt, Gott zu verkünden, Gott groß werden zu lassen und Gottes Weg zu gehen. Und so wünsche ich uns heute an diesem Weihnachtsfest, dass wir nicht verzagen, sondern dass wir an diese beiden Geburtsgeschichten denken, dass einmal ein großer charismatischer Führer berufen wurde, um das Volk aus der Macht des Bösen, das ist nämlich mit dem Pharao impliziert, der Pharao, der sich selbst als Gott hinstellte, Gegenspieler von Gott, hat nichts Gutes in diese Welt gebracht und alle, die in seine Fußtapfen getreten sind, bis in unsere heutige Zeit, sie wollen nicht das Leben, sie wollen den Untergang, sie wollen die Macht und sie gieren nach Reichtum. Und
als er diesen charismatischen Führer berufen hat und dann später den großen Vermittler, dass sie uns aufzeigen, dass wir nicht den Mut verlieren müssen. Und so kann dieses Weihnachtsfest für uns auch ohne Friedensappell, auch ohne Aufruf für den Frieden und Umkehr, für uns ein Fest voller Hoffnung und Zuversicht werden. Weil Gott die Hoffnung nicht sterben lässt. Weil Gott sich nicht aus diesem Weltgeschehen herausnimmt. Und so werden wir auch in dem kommenden Jahr viele düstere Momente erleben. Weil wir werden sehen, dass wie bei der Geburt von Mose und wie bei der Geburt von Jesus Gott seine schützende Hände über jene hält, die von ihm berufen sind, die in seinen Dienst gehen, die sich nicht irritieren lassen. Und dass er die Sehnsucht und Wünsche von Menschen, die aus der Liebe leben, aus dem Herz heraus leben, wie die Mutter von Moses, nicht enttäuscht, sondern dass er dieser Liebe Raum gibt, auch in einer Welt, wo so viel Dunkelheit nach uns greift. Ich wünsche uns ein gesegnetes Weihnachtsfest mit Hoffnung, mit Zuversicht, dass wir an diese beiden Geburtsgeschichten denken und wissen und erfahren, dass Gott uns nicht alleine lässt. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam jetzt auch stille werden und am Ende dieses Gottesdienstes beten. Zu diesem Gott, der im Kleinen wirkt, zu diesem Gott, der sich nicht unterkriegen lässt, zu diesem Gott, der jenen Menschen die Kraft verleiht, die ihre Hoffnung nicht wegwerfen. Wir wollen miteinander beten. Barmherziger Gott, du ewige Liebe, du bist für uns heute Mensch geworden. Deine Liebe tragen wir in uns, durchdringe diese Welt mit deiner Liebe. Um deine Liebe bitten wir für alle, die es schwer mit sich haben. Die anderen misstrauen, die traurig und verzweifelt sind. Du bist die Liebe, erbarme dich. Um deine Liebe bitten wir für alle Kinder, für die Kinder, die in Armut leben und hungern. Für die verletzten und misshandelten Kinder, für die Kinder, die in unserem Herzen nahe sind, du bist die Liebe, erbarme dich. Um deine Liebe bitten wir für alle Schuldiggewordenen, für die, die Hass säen und Gewalt üben, für die, denen alles gleichgültig ist, für die, die nach Vergebung verlangen. Du bist die Liebe, erbarme dich. Um deine Liebe bitten wir für deine weltweite Gemeinschaft, für die Gemeinden, die angegriffen werden, für alle, die deine Liebe neu entdecken und alle, die dich heute loben und dich zu dir bekennen. Du bist die Liebe, erbarme dich. Ganz nah bist du uns, Gott, ganz nah ist deine Liebe. Erfülle uns mit deiner Liebe, damit wir sie in die Welt hineintragen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. O du Fröhliche, o du Selige, Gnaden bringen der Weihnachtszeit. Lassen Sie uns in dieses Weihnachtsfest gehen mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest mit beiden Geburtsgeschichten von Mose und Jesus, dass Sie mit diesen Geschichten Ihre Hoffnung nicht verlieren, sondern spüren, dass Gott handelt in dieser Zeit und uns ins Licht zur Freude führen wird. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen und haben Sie eine gesegnete Weihnachtszeit.